Meterhohe Flammen. Ein Einsatz für die Feuerwehr. Andreas Westermann ist Feuerwehrmann. An vielen Einsatzorten unterwegs. Unfälle, kleine Feuer und Großbrände. Explosionen und gefährliche Flammen. Jeder Tag birgt neues Risiko. Zu Hause ganz der liebevolle Vater zweier kleiner Kinder, der auf sein großes Ziel hinarbeitet. Am Spezialtraining in Rotterdam teilnehmen. Menschen retten, Flammen löschen, Feuerwehrmann ist mein Traumberuf. Morgens 7 Uhr in Karlsruhe. Dienstbeginn für Andreas Westermann. Der 32-Jährige arbeitet bei der Werkfeuerwehr der Mineralölraffinerie Oberrhein. 26 Feuerwehrleute sind hier hauptberuflich im Einsatz. Bei Tag und bei Nacht, rund um die Uhr. Morgens geht es immer los mit Fahrzeugübernahme. Nachdem drin der Wachführer gesagt hat, was für der Tag ansteht. Das sieht doch ganz gut aus. Da würde ich sagen, guck mal hin nach der Vollständigkeit vom Werkzeug, Stromgenerator noch kontrollieren. Christoph, machst du hinter die Schläuche, ob die alle drin sind? Die Feuerwehrmänner arbeiten in 24-Stunden-Schichten. Einen Tag arbeiten, einen Tag frei. Mit ganz besonderen Einsatzgeräten. Wir prüfen hier unser hydraulisches Rettungsgerät. Das ist für technische Unfälle oder bei Verkehrsunfällen oder wenn man irgendwo schwere Teile bewegen müsste. Damit könnte man auch mal ein Tor aufbrechen. Und das ist die Rettungsschere. Damit können wir verschiedene Sachen abschneiden. Wir müssen alles Gerät prüfen, weil wir wissen ja nie, was wir brauchen. Check zum Dienstbeginn. Auch mit dem Prüfen der Löscheinrichtung. Dieses Fahrzeug hat einen Front- und einen Dachwerfer. Und Power. Beide zusammen löschen mit 4000 Liter Wasser in der Minute. Der aufwendige Fuhrpark der Werkfeuerwehr umfasst noch weitere Löschfahrzeuge und Großwerfer, die mit Wasser und Schaum arbeiten. Bin da. Ihnen alles gut. Jo. Unterwegs mit der Werkfeuerwehr. In der größten Raffinerie Deutschlands. Das Areal hat eine Fläche wie die Karlsruher Innenstadt. Andreas Westermann arbeitet schon seit mehr als 5 Jahren hier. Feuerwehr ist für mich ein Traumberuf, weil man nie weiß, was auf einem zukommt, was der Tag bringt. Wir interessante und moderne Technik als Arbeitsgeräte habe. Und mir natürlich auch ein ganz besonderes Verhältnis unter Kollegen hin. Ich bin in der Werkfeuerwehr und da im Sachgebiet Ausbildung tätig. Wir haben noch über 100 nebenberufliche Feuerwehrleute, die mir selber ausbilden. Wir achten immer darauf, dass wir auf dem neuesten Stand der Technik sind und die neueste Taktik anwenden können. Und wir bilden uns immer weiter fort. Höhepunkt ist da zum Beispiel die Ausbildung in Rotterdam bei Falk. Die in ein paar Wochen auf ihn wartet. Seine größte Herausforderung. Ein paar Tage später. Hilferufe in einem Keller. Rauchschwaden behindern die Sicht. Die Räume sind eng, niedrig und heiß ist es. Es brennt. Menschen sind verletzt. Jetzt muss alles ganz schnell gehen. Die ersten Personen werden gebaut. Angenehm, der verletzte Wasser ist, wenn irgendwann gut, rausgekriegt. Passt mal auf, wenn ihr der an der Füße ist, der kann das hier so ineinander reinschlaufen, dann kann er hier durchfassen. Das habe ich versucht. Ja. Alles zum Glück nur eine Übung.
Wir üben hier einen Kellerbrand. Zuerst mit Absuche nach einer vermissten Person und danach mit einem Artenschutznotfall. Ich bin auch ausgebildeter Artenschutzausbilder und dann versuche ich hier unserem Nachwuchs eben das Entsprechende beizubringen. Training bei der Freiwilligen Feuerwehr in Kuppenheim in seiner Freizeit. Ja, die komplette Ausrüstung, was ein Feuerwehrmann so in den Einsatz nimmt, das können schon bis zu 30 Kilo sein. Die Leute hier für diese Einsatzübungen die Brandschutzkleidung an, die Feuerwehreinsatzjacke, eine Überhose, Feuerwehrstiefel, der Feuerwehrhelm mit einem Nackenleder und einem Hollandtuch. Hier um die Maske sieht man es noch, da haben die Feuerschutzhaube, dass auch alle freie Hautstelle bedeckt sind. Die Atemschutzmaske und das eigentliche Atemschutzgerät, der Pressluftatmer. Andreas Westermann als Ausbilder bei der Freiwilligen Feuerwehr in seinem Heimatort. Wenn ihr eure Fußspitze sehen könnt, dann könnt ihr einigermaßen aufrecht laufen. Aber wenn ihr eure Fußspitze nicht mehr seht, dann müsst ihr runter. Ja. Brände bekämpfen, bei Unfällen oder Katastrophen helfen, Menschen retten. Die Hauptaufgaben der Feuerwehr. Rettung steht dabei an erster Stelle. Feuerwehrleute werden ständig fortgebildet, damit sie im Ernstfall richtig reagieren und bei Notfällen und Gefahren wissen, was sie zu tun haben. Bei der Übung in Kuppenheim wird alles genau kontrolliert. Mit mehreren Kameras überwacht der Übungsleiter den Ablauf. Gruppenführer von Einsatzleitung, kommen. Ihr Gruppenführer, kommen. Der Frage, was ist Ihre nächste Maßnahme? Kommen. Jetzt geht der Wassertrupp rein und kümmert sich um die Stromversorgung und der Gasanschluss, kommen. Ja, verstanden. Wassertrupp, Funkgerät dabei, kommen. Das Übungsszenario, ganz nah an der Realität. Die Feuerwehrleute lernen, unter Zeitdruck und in engen Räumen zu arbeiten. Auch wenn die Schreie vom Band kommen, die Situation im engen Keller ist beklemmend und belastend für die Übungsteilnehmer. Eine weitere Person wird geborgen. Bei dieser Übung ist es noch eine Puppe, vielleicht beim nächsten Einsatz aber schon ein wirklicher Mensch. Verlierspersonen, Einsprecher, wird an Rettungsdienst übergeben. Ja, verstanden. Dann sind wir soweit. Rettungsdienstperson war im Rausgewege, ich ansprechbar. Die Feuerwehr ist in Deutschland hauptsächlich in freiwillige Feuerwehr organisiert. Wenn sich da keiner engagiert, dann kommt halt keiner, wenn man Hilfe braucht. Jeder Helfer der Freiwilligen Feuerwehr wird bei einem Einsatz alarmiert. Wer in der Nähe ist, fährt zur Feuerwache und von dort zum Notfall. Andreas Westermann ist neben seinem Hauptberuf auch immer wieder mit seiner Heimatfeuerwehr unterwegs. Ein Flammenlöscher aus Leidenschaft. Hauptberuflich und ehrenamtlich. Es ist eben das System, dass man sich gegenseitig hilft. Die Leute erwarten das, wenn ich die 112 anrufe, dass jemand kommt. Und im Prinzip ist da eigentlich die Pflicht von jedem, der das kann, dass er da die Allgemeinheit unterstützt. Nicht weit entfernt wohnt Andreas Westermann, Kuppenheim bei Rastatt. Im Haus, das früher seinen Eltern gehört hat. Selbst hier gelegentlich in Schutzkleidung. Ich mache den Smoker an. Ein bisschen Rauch braucht man, dass die Bienen sich beruhigen. Die denken dann, der Wald brennt und machen sich ihren Honigmagen voll. Und dann sind die träge und langsam und wollen mich nicht mehr stechen. Auch Bienen gehören zum Leben des 32-jährigen Feuerwehrmannes. In mehreren Holzkästen stehen sie in seinem Garten. Mindestens einmal in der Woche schaut er bei ihnen vorbei. Hallo, die Damen. Imkern ist Andreas Westermanns großes Hobby. Hier findet er die Ruhe, die er nach seinen Einsätzen braucht. Er ist gerne allein mit der Natur. Doch auch die ist nicht ganz gefahrlos. Ja, die Stecher auch.
Deshalb auch der Schutzanzug. Die sind jetzt relativ ruhig, aber man sieht ja, die stört es jetzt schon, dass ich jetzt danach gucken will. Ich gebe ihnen ein bisschen Rauch, damit sie sich ein bisschen beruhigen, aber nur ganz zurückhaltend. Ich gucke immer, dass ich ganz ruhig an der Biene arbeite, dann sind die auch ruhig und entspannt. Gucken wir mal, ob noch Futter drin ist. Ah ja, da ist noch richtig, alles propfte voll mit Futter. Alles, was hier verdeckelt ist, ist Futter. Herr über 6 Bienenköniginnen mit ihren Völkern. Das ist auch einfach beruhigend, wenn man die Biene so mal einfach in Ruhe beobachten kann. Auch die Ernte kann sich sehen lassen. Ein Hobby mit süß-leckerem Ergebnis. Andreas Westermann füllt den Honig in Gläser ab, für Kollegen und Freunde. Das ist jetzt halt ein Honig aus dem Sommer. Da sind hohe Anteile von Waldhonig drin. Deshalb ist der so schön dunkel. Feuerwehrmann, Imker und Familienvater. Seine beiden Kinder, Luke und Lilly. Ich habe extra Schuhe angezogen, dass wir oben rumlaufen können. Ja, der Luke ist 4 und die Lilly ist 3. Wann immer es geht, verbringt er Zeit mit den beiden. Von seiner Frau lebt Andreas Westermann getrennt. Die Kinder sind entweder bei ihr oder bei ihm. So. An den Tagen, wo ich zu Hause bin, hole ich dann die Kinder vom Kindergarten ab. Und abends gehen sie dann wieder zu ihrer Mutter. Hat er mal länger frei, übernachten die Kinder bei ihm. Ja, das ist dann auch schön, wenn es mal ein paar Tage am Stück sind. Da. Sicher? Ja. Okay. Ah, ich habe mich reingelegt. Ja, wir haben unser Bär. Zu Hause im badischen Kuppenheim. Andreas Westermann, ganz der fürsorgliche Vater. Und wenn du groß bist, magst du dann mal lieber zur Feuerwehr oder zur Polizei? Zur Polizei. Ja? Brauche ich einen Polizeilaufrad. Du bist ein Komiker. Heute steht noch Streichelzoo auf dem Programm für den Feuerwehrmann mit seinen beiden Kindern. Streichel sie mal, guck mal. Die kommen nur an der Zaun, wenn sie was wollen. Schlägt die dich? Ja. Und fühlt sich's weicher? Voll nass. Hat er dich so abgeschleckt? Guck, da kommt das Kleine nochmal. Momente, in denen er nicht an seinen Beruf und die vielen Einsätze denkt. Doch schon am nächsten Tag geht es für ihn in Karlsruhe weiter. Sicherheit steht hier an oberster Stelle. Heute Probe für einen Chemieeinsatz. Ich ziehe jetzt gerade die Atemschutzmaske auf. Danach hören er mich nicht mehr so gut. Die man wann braucht? Die braucht man im Feuereinsatz, um uns vor toxische Gase zu schützen. Und im CSA eben, weil der gasdicht ist, sonst wird man keine Luft mehr bekommen. CSA, der chemische Schutzanzug. Ein Gummianzug, den man nicht mal ebenso einfach anziehen kann. Oder? Ja, die Bewegungsabläufe gehen immer wie ohne. Ja. Nee, allein geht's nicht. Man braucht immer einen Helfer zum Anziehen. Fast 8 Kilo schwer, der Gummischutzanzug. Darunter noch mal mehr als 10 Kilo Atemausrüstung. Nicht gerade bequem, aber sicher. Kommt es in einer Raffinerie zum Ernstfall, muss die Feuerwehr auf alles vorbereitet sein. In der heutigen Übung wird ein offenes Leck repariert. Klingt einfach, in dieser Montur allerdings eine besondere Herausforderung. Wir haben jetzt hier ein undichter Flansch simuliert. Das ist für uns die Gewöhnung an den Anzug, dass wir damit auch mal wieder arbeiten. Wir haben hier große Handschuhe, da ist ganz schön schwer, die kleine Schraube zu fassen. Dass man mal wieder lernt, sich hier drin zu bewegen.
Cut. Übung gemeistert. Doch Andreas Westermann trainiert eigentlich immer, will als Feuerwehrmann fit bleiben. Auch die Kollegen sind ihm wichtig. Einsatz in seiner Freizeit. Er startet gleich mit ihnen bei der härtesten Meile der Pfalz. Es ist eine relativ kurze Strecke. Ich denke, es wird ziemlich schnell. Und die Hindernisse, die kann ich mir noch gar nicht vorstellen, wie die sind. Was könnte das sein? Oder was hat man da so gehört? Was sind das für Hindernisse? Ja, es wird durch einen Bach gehen. Und ich weiß halt, wie das kalte Wasser jetzt dann sein wird. Ja, einfach mal das ausprobieren, wie die Herausforderung von sowas ist. Letzte Vorbereitungen. Gleich geht es los. Jetzt noch schnell ein bisschen Zucker, damit auch Energie da ist. Energie für die sogenannte härteste Meile der Pfalz. Also ich habe mich nur durch Laufen vorbereitet. Die Hindernisse, die lasse ich jetzt einfach mal auf mich zukommen. Sportwettkampf als Training für den Beruf, um mithalten zu können beim geplanten Höhepunkt seiner Feuerwehrkarriere, dem Einsatz in Rotterdam. Ich will immer sportlich fit sein und das ist für den Beruf wichtig. Und wenn man nach Rotterdam geht, muss man auch fit sein. Genau dem Schild nach könnt ihr euch nicht verlaufen. Zwei Runden sind zu laufen, aber seid vorsichtig am Bach. Da gibt es viele, die springen rein, da liegen Steine drin, also ist sehr gefährlich. Sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins, go! Gestartet wird in mehreren Gruppen. Die Feuerwehrklicke gehört zur ersten. Ab übers Gras, dann durch einen eiskalten Bach, wieder raus durchs Gestrüpp, erneut ins Wasser, durch den Matsch und über Hindernisse. Die Feuerwehrmänner geben alles. Zuschauen lustig. Und für die Teilnehmer? Und wie war's? Gut, aber anstrengend. Die Hindernisse sind härter, wie sie aussehen. Also ich habe ein bisschen aufgestockt im Vergleich zu letztem Jahr, was die Hindernisse angeht. War ein bisschen anspruchsvoller. Aber schön war's. Ja. 13 Minuten haben wir gebraucht. So gut, oder? Ja, ich denke schon. Ja, ich bin zufrieden fürs erste Mal. Die härteste Meile der Pfalz bestanden. Jetzt bin ich fit für Rotterdam. Ab nach Rotterdam, die zweitgrößte Stadt der Niederlande, direkt an der Nordsee. Das Paradies für Feuerwehrleute. Die Fire Academy. Ein riesengroßes Trainingsgelände, auf dem schwere Einsätze unter realen Bedingungen geprobt werden können. Doch zunächst wartet Theorie auf die Karlsruher Feuerwehrtruppe. Auf Andreas Westermann und seine Kollegen. Zum Training gehört auch der Unterricht im Schulungsraum. Wo bleibt die Polizei? Keiner regelt den Verkehr. Wie ich nochmal sage, ein ganz banaler Einsatz, aber trotzdem mit großer Wirkung. Kleider ausfassen. Jeder bekommt die richtige Schutzkleidung. Gleich geht es raus zum ersten Einsatz. Ich habe hier meine Ausrüstung bekommen. Helm, Overall, Gummistiefel, Handschuhe. Jetzt fehlt noch der Brandschutzanzug in Größe L, bitte. Auf die Männer wartet ein Training, das es so nirgendwo anders gibt. Deshalb auch für Andreas Westermann etwas ganz Besonderes.
Für mich geht hier ein großer Traum in Erfüllung. Es ist eine riesige Herausforderung für mich. Und da sieht man dann, ob man als Feuerwehrmann mithalten kann. Auf zur ersten Übung. Jetzt hat bereitet der Instructor die erste Übung vor. Jetzt gucken wir mal, wie viel Feuer er für uns parat hält. Szenarien werden geprobt, die in seiner Karlsruher Raffinerie jederzeit passieren könnten. Wir starten jetzt erstmal so ein bisschen langsam. Ich muss erstmal gucken, wie ihr euch so entwickelt, wie ihr arbeitet. Ja. Ihr habt die Monitore zur Verfügung. Dann würde ich mit meinen Leuten auf die andere Seite gehen, damit man es erstmal mit Wasser kühle. Beide Seiten. Du von der Seite, ich nehme die Seite. Dann von der Mitte her. Richtet ihr mal noch einen B-Schlauch und ein Strahlrohr auch auf die andere Seite an der Hydrant dran. Echte Flammen, echte Hitze, echte Überraschungen. Die Feuerwehrleute erleben einen Einsatz, der so realitätsnah ist wie nur möglich. Wir fangen erstmal immer so ein bisschen klein an, um uns selber an die Mannschaft zu gewöhnen. So gucken, was können die, wo kommen die hin. Und wir bauen das Ganze immer weiter auf in größere Prozessanlagen, Explosionsgrenzen austesten. Wir möchten so ein bisschen Aha-Effekte hervorrufen und so die eine oder andere Frage, die man sich selber stellt, um eine Lösung zu finden im späteren Einsatzverlauf, wenn es dann mal wirklich heiß und echt wird. Ihr könnt hier dann durch. Mal noch ein bisschen weitermachen lassen und ein kleines bisschen nach rechts. Wasserhalt. Erste Übung absolviert. Nachbesprechung mit dem Trainer. Dann erzähl doch bitte einmal. Fängst du an? Ja. Ist schön kontrolliert abgelaufen. Wir haben im Prinzip zwei Abschnitte gebildet. Haben die Behälter abgeschirmt, jeweils mit den stationären Monitoren von rechts und von links. Mhm. Die Behälter gut gekühlt und danach der Löschangriff gestartet. Ja, wenn ich sage ein bisschen halt, dann heißt es nicht, du hast einen Fehler gemacht, sondern wir müssen ein bisschen auf Vorsicht achten. Es ist immer noch richtiges Feuer und richtiges Feuer ist halt immer noch mega gefährlich. Mhm. Also ich bitte euch, da echt Vorsicht walten zu lassen. Gefährliche Flammen, brennendes Gas oder Benzin, das könnte gleich explodieren. Nein, wir nehmen den da auf den Weg. Da ist ein Schlauch zu wenig dran, da muss ein Schlauch dran, dass das nach hinten geht. Welches Material hier brennt, müssen die Feuerwehrleute selbst herausfinden, sich an die jeweilige Situation herantasten. Das ist genau das Kreuz. Genau das Kreuz. Jetzt brennt ein Tank. Schnelle Kühlung ist wichtig, sonst knallt's. Also du musst jetzt die Lage korrigieren, C-Rohre wegschmeißen alle und jetzt Werfaufbau, sonst hast du es verloren. Wassermassen ohne Ende. Von allen Seiten wird jetzt gelöscht. Die Karlsruher Feuerwehrtruppe muss die Flammen unter ihre Kontrolle bringen. Das Feuer darf sich nicht weiter ausbreiten, sonst droht Schlimmeres. Hier wollte ich quasi, dass die Gruppe ein bisschen dynamisch reagiert darauf. Und habe dann im weiteren Verlauf hier den Tank angemacht, um der Gruppe die Möglichkeit zu geben, sich dynamisch zu entwickeln auf Gegebenheiten, die vielleicht an anderer Stelle passieren. Geschafft. Das Feuer ist unter Kontrolle. Die nächste Übung, ein brennender Tankkraftwagen. Wir haben hier einen brennender TKW, den müssen wir jetzt kühlen. So, stopp. Denn den werfen wir da unten hinbauen, von dem Wagen hier mit. Okay. Jetzt müssen wir gerade hier ein bisschen umbauen, ist ein bisschen stressig gerade. Patrick, Wassermarsch! Runter, löschen aus allen Rohren. Andreas Westermann ganz in seinem Element. Wir haben hier vier Werfer, das sind mindestens 8000 Liter Wasser, die man da in der Minute abgebe. Übungen, die den Feuerwehrmännern auch Spaß machen, keine Frage. Übungen, die auf den Ernstfall vorbereiten. Deshalb, jede Entscheidung will genau überlegt sein. Ja, man trifft tatsächlich Momententscheidungen und damit muss man dann später auch leben können.
Jetzt wartet noch die größte Herausforderung. Zwei stationäre und aber auch zwei mobile. Das genau da einen rein mit dem. Kümmerst du dich um den Schaumangriff von hier und ich kümmere mich um die Kühlmaßnahmen. Okay. Alles klar. Gut. Mein Team zu mir. Ihr zwei, den Stationäre. Ihr zwei, du bleibst hier dabei. Helft du denn gerade mit dem Schläuch? Ja, wir haben hier jetzt einen Pumpebrand in einer größeren Anlage, auch über mehrere Etagen. Es tut ja auch brennend runter Tropfen und wir müssen jetzt verhindern, dass wir Druckerhöhungen in den Behälter haben. Zwischen Kolonne und den Behälter, der zweite vorne am Eck, hier vorne am Eck, bitte. Zwischen die Pumpe und die Container. Für die Jungs aus Karlsruhe haben wir natürlich viele Sachen bereitgehalten, die in den Raffinerien vorkommen, wo die Jungs halt herkommen. Kühlung ist gut, ich lasse jetzt noch einen Werfer zwischen die Container und die Pumpe. Ja, okay. Noch höher. So ist gut. Erzähl mal, was ist wichtig, wie geht ihr vor jetzt? Wir dürfen jetzt halt keine Hotspots in der Anlage zulassen, wir müssen alle Behälter optimal kühlen. Die Konstruktion ist aus Stahl. Wir können jetzt noch nicht löschen in dem Moment. Wir müssen verhindern, dass die Konstruktion versagt und zum Einsturz kommen würde. Die Karlsruher Feuerwehrkollegen in einer Situation, bei der jede Entscheidung sitzen muss. Lerneffekt inklusive. Ich wollte den Werfer schon da haben. Ich wollte den Werfer da haben und ich wollte ihn auch bewusst gegen den Wind haben. Aber warum? Damit ich einfach das Wasser, was reinkommt, wird vom Wind auf die Rückseite von der Behältergerätschaften getragen und ich kann dann die rundum kühlen. Also du möchtest die Wärme und die Hitze in dem Gebäude gespeichert haben? Nee. Indem du ihn von allen Seiten mit Werfern einzingelst? Nee, ich will, dass die Wärme und Hitze vom Wasser gebunden wird und abläuft. Funktioniert das? Alles, was in dem Gebäude noch ist, die Kolonne, die hier rechts steht, das heizt sich immer mehr auf, weil du das Ganze in dem Gebäude komplex einfängst. Auf der anderen Seite bringst du deine Jungs hier in Rauch. Ja. Es wird warm ein bisschen, ne? Na ja, aber es wird warm ein bisschen. Machen wir das Ganze jetzt nochmal. Steuern an den ein oder anderen Ecken nochmal nach und dann sollte das besser laufen. Ja? Ich habe einen Werfer nicht optimal gestellt und würde ihn jetzt das nächste Mal halt besser machen. Ein Einsatz, der so hoffentlich nie in ihrer Raffinerie in Karlsruhe passieren wird. Wassermarsch! Wasser und in diesem Fall auch Schaum. Jetzt brennt Benzin und Öl. Da müssen die Männer anders vorgehen. Das ist ein Mehrzweck-Schaumrohr, damit kann ich Mittel- und Schwerschaum machen. Ja, jetzt fangen wir an, das Feuer zu bekämpfen und zu löschen. Und gucke, ob der Schaum seine Wirkung entfaltet. Versuchen wir mit Mittelschaum zu arbeiten ab jetzt. Unde? Ja. Mit dem Schaum gegen Brände, die sonst nicht zu bändigen sind. Das hier ist wirklich realistisch. Genauso würde ein realer Brand in die Industrieanlage auch ablaufen. Übung für den Ernstfall. Unter extremen Bedingungen. Anstrengend für die Männer. Kämpfen bis zur Erschöpfung. Nass bis auf die Knochen gelingt es ihnen, ein Opfer im Gebäude zu finden. Alles hinlegen, herkommen! Wir haben den Brand eingedämmt. Ich denke, für uns alle ein Erfolg, oder? Ja, hier haben wir jetzt tatsächlich realistische Szenarien mal üben können, damit man auf den Ernstfall, der hoffentlich nie eintritt, vorbereitet ist. Industrielle Brandbekämpfung in Rotterdam. Sein großer Wunsch. Andreas Westermann hat auch diese Herausforderung bestanden.